Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire. Ich habe ein paar Tage nicht mehr gespielt, ich habe keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Fragen die Einwohner jetzt wissen nach Alois Dawson. Wo bin ich hier? Ich bin in irgendeinem. Waren hier nicht Gegner? Langsam kommt die Erinnerung wieder. Oh ja, da. Ein Haufen Blut. Aha, okay. Hier ist eine Bäckerei. Hallo Bäckerei, was ist hier los? Kann ich hier irgendwas klauen? Geil. Oh, cool. Und wieder auf, geht schneller. Hey Leute! Ich habe eigentlich nur zugeschlagen, Alter. Was heißt hier fast, Mann? Das war total. Lame, ihr Luschen. Morgen, ihr Luschen. Morgen, Chef. Oh. Komm her. Ein bisschen Lutschi-Lutschi muss auch sein. Oh, ich habe ihn komplett weggelutscht, Alter. This is Braille. Was? I need someone who can read this. Text in Blindenschrift. Kenne ich einen Blinden? Ich glaube, ich kenne keinen Blinden. Ich meine, ich habe auf der Arbeit wahrscheinlich ein paar, die wo einfach blind sind, und aber nicht vom Prinzip her, sondern weil sie einfach dumm sind. Ich werde jetzt explizit keine Namen nennen. Hohohoho. Betritt Orion Dawsons Anwesen. Ach so, ja, stimmt ja. Ich sollte ja zu dem anderen Spacko. Jetzt komme ich wieder mit, Alter. Und den Typen verwandeln, ne? Alter, der kann mich am Arsch lecken, ey. Den kill ich. So, das machen wir mal auf. War das schon offen? Okay. Temple Church. Ne, ich lauf gerade richtig. Ach Gott, ja. Kann ich nochmal rennen? Achso, der Kreis. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte die Typen alle befragen. Was die vor dem Spacko halten. Bevor ich den verwandle oder umbringe. Weil der so fixe Ideen hat. Ja, da warten wir jetzt nicht, bis das weg ist. Weil der Wichser so fixe Ideen hat wie: Hey, sperren wir alle Kranken aus, bauen wir eine Mauer. Welcome to London, Trump. Man kann alles mit Mauern lösen. Da brennt ein Haus, bau deine Mauer drum, lass das ausbrennen. Da sind Kinder, die nerven, bau deine Mauer drum, bis sie weg sind. Oh, was für ein süßes Hündchen, bauen wir auch eine Mauer drum. So, mal schauen, was die zu erzählen hat. Dieser Idi. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Yeah. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant. The embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. Okay. Goodbye, She's been... Oh. Da ist der da. Ah, ja, der kämpft halt auch gegen Unterdrückung, oder? Nein, der kämpft gegen Vampire. Good evening, old chap. Are you? I won't lie to you, Johnny. I'm. What can you tell me? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. You. Na toll. Geht's bloß die da? Da ist der andere Spasti. Good evening, Dr. Reed. Do you know anything about... He used to be a big spender. One day, he sent three houseboys to buy all the beluga in my shop. For his brother's birthday, if I remember correctly. I see. Anything else? Less gastronomic, perhaps. I really can't say.
The man is filthy rich. But you know that, of course. Na super. I may have a look at your... Zeig mal deine Scheiße hier. So, habe ich den kleinen Teil gebraucht? Ich brauche einen normalen, glaube ich, ne? Na, ich habe die, glaube ich, aber schon geupgradet auf. Stimmt, den da noch? Ja, erzähl mal. Good evening, old chap. Hä? Was? Das ist ja der? Alter! Hier muss es doch noch mehr Spackos geben, oder? Oder bin ich jetzt blöd? So, da gibt's 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ey, da gibt's 8. 8 Fuzzis, die wo ich noch nicht gefunden habe. Wo sind denn die? Wir laufen jetzt mal ganz außen rum. Geh schon wieder zu der Kanalisation. Das geht nicht auf. Locked. Macht er das auf? Jetzt. Sie alles für Zeug verstecken. Ergotamin, Opium. Einfach in der Kiste auf der Straße. Klar. Da! Hey, was geht? Good evening, Miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No. It's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. What? Die ist doch gesund. Ist die bescheuert? Was ist mit ihm geschehen? What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Was? Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please, help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met. Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Fuck, Alter, was ist denn mit dir? Tell me about yourself. Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was... strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Hey, ich hab doch einen Hinweis bekommen irgendwie. I need to find him. Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? Not rats. Something else. I don't remember. Scheiße, was ist denn mit dir? What is the local news here? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Alles klar. Alter. Geh die halt einfach mal Rappen knabbern. Es fehlen trotzdem noch welche. Wo sind denn diese ganzen Spackos, Alter? Rausgehen können sie ja nicht, weil da werden sie bloß von den Skulls weggemampft. Also wir sind jetzt hier hinten im Eck.
Da sind dann die Dogs. Also warte, kann ich das aufmachen einfach? Entriegelt, sehr geil. Ah, okay, hier sind wir wieder bei dem Platz. Es muss doch hier noch mehr von diesen Scheiß-Fuzzis geben. Hä? Ich meine, die anderen weißt du wenigstens, die sind alle in einem Bereich, fertig. Das ist da Dawson and Dawson. Naja, Dawson and Dawson kannst du sonst wo hinschieben. Ich weiß zwar jetzt schon, dass ich ihn dann umbringen werde, aber... Da ist der da. Da ist die. Halt, warte, vielleicht hat die einen Hinweis für dich, für mich. Good evening. And good... She's been... Okay. Da ist der. Wenn ich dahinter gehe, komme ich einfach wieder dahinter, ne? Ja. Da könnte ich jetzt rechts rumgehen. Sind hier jetzt wieder Gegner? Oh. Hey, komm wir! Und tschüss. Hier sind ein paar Ratten für die Knusper-Lady. Ich muss dann das Fenster zumachen, wenn die Folge rum ist. Weil... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ah. Warte mal, kann ich das auch machen? Ja, okay. Konnte ich vorher wahrscheinlich schon. Hier ging es ja runter zu denen. Ey, das ist doch blöd. Wo sind denn die alle? Ich meine, normal sind doch die alle auf einem Haufen irgendwie in dem einen Bereich. Aber hier fehlt ja die Hälfte. Oder sind die in dem Dawson and Dawson anwesend? Sind das Diener von ihm? Das wäre eine Möglichkeit. Weißt du, dass hier im Prinzip nochmal ein Bereich ist, wo lauter Leute leben? Weil man findet halt... Weil ab hier ist die Grenze zu den Gegnern. Eigentlich sind nur hier und der Bereich hier hinten rum. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal zu dem Fuzzi hin. Wir hören uns jetzt erstmal an, was der noch zu sagen hat. Warte. Ah, jetzt dachte ich, da hockt wer. Das ist scheiße, weil es hier ein bisschen gespiegelt. Deswegen will ich. Da bin ich ja schon runter. Wo ging es da hin? Keine Ahnung, scheiß drauf. Da ist die Knusper-Lady. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an mein Mäuschen? Frauenrechte. Ich brauch schon Frauenrechte, nix Schmarre, Alter, sorry. warte, wenn ich da hinten entlang laufe, komme ich auch hin, okay. Brauche ich nicht zu diesem durch diesen scheiß Garten latschen. Ich bin hier. Da! Tatsächlich, die rennen hier rum. Verdammt, kotzt mich das gerade an. Good evening, sir.
May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Do you know anything in particular? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Ja, so würde ich den auch einschätzen. Sonderliche Fragen, nix. Wer meldet sich nachts? Wie wäre Nachforschung? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Tell me about but Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Okay. Goodbye. Goodbye. Ausnahmsweise, dass ich mal nett mit... Was seid denn ihr zwei? Soll das ein Schauspiel werden oder so? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. What can you tell me? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Die sind schon strange, die zwei. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Hey. Good. Ja, sauber, das bringt mir halt alles nichts, ihr Spackos. Ich will doch nur mein Gewissen beruhigen, wenn ich ihn dann einfach eiskalt abschlachte. Schlimm ist halt, der Typ ist halt in diesem Bereich die Stütze der Gesellschaft, ne? Was zur Hölle, wer bist denn du? Kann ich das mitnehmen? Nee. Aladdin? Bist du es? Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not?
primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect Yu-Gi-Oh cards? Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Oh, warum ist der Lila der Hinweis? Is there anything you could tell me? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Okay. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Ah, ja, komm, hau raus. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. I read. Ja, hat's ja voll gebracht jetzt, Alter. Aber wie viele haben wir jetzt gefunden? Fehlen halt immer noch drei, wobei eine davon, die da, glaube ich, ist die Eingesperrte. Das wird wahrscheinlich der Geschäftsmann sein. Der, wo auch verschwunden ist. Dieses Geräusch macht mich fertig. Warum ist das dieses Geräusch hier? Laufe ich richtig rum? Jo. Asche. Asche, Asche. Oh, da ist ein... Oh ne, es war nur eine Ratte. Kann ich da so rein? Ah. Eine Unterschlupfe. Sehr geil. Aber gut, das war's jetzt dann für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann zum Aloysius Dawson. Und ja, keine Ahnung, was wir mit ihm machen. Kopf ab, Beine ab, Arsch ab. Schauen wir mal. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Servus.